gang, gang, gang. Subak Bali Miki. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und alleine nur durch diesen Anfang sollte jedem schon klar sein, um was es heute geht. Ja, richtig. Um nichts Wichtiges eigentlich. Wir ziehen uns nur zusammen ein paar lustige Memes, TikToks und Instagram Reels rein, die ihr mir so geschickt habt. Geil, Mann. Und damit, let's go. POV, first time using Jill. Oh nein. Die Jungs hier kennen alle diesen Moment, wenn man das erste Mal geleckte Haare haben will. Ja, das war's. Lil Bro hat einfach 1 Kilo auf die Haare gepackt. Normalste Menge, die Italiener benutzen. Der Arme ist schon komplett am Arsch. Es gibt nichts, was er so sehr bereut wie diese Aktion. Sorry, aber du hast auch selber reingekackt. Junge, was für eine gottlose Menge hast du dir da in die Haare geklatscht? Seine Mutter würde trotzdem sagen, sieht schön und edel aus. Besser als die zerzausten Dinger davor. Der Junge ist jetzt stuck in dieser Situation. Der wollte geleckte und schöne, stabile Haare für ein paar Stunden. Und jetzt hat er geleckte Haare für die nächsten 2 Jahre, in denen das Gel nicht mehr rausgehen wird. Ja, wir müssen jetzt hier leider Glatze machen. Oder du versuchst es mal mit dem Hochdruckreiniger, dir die Haare auszuwaschen. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Only at Target. Excuse me, ma'am, I got these for you. Oh, Herr, na. Direkt wieder die Blumen zurückgezogen. Wer hätte das aber auch erahnen können? Hätte mich jemand hier gefragt, ob Smash oder Pass? Ich hätte höchstwahrscheinlich einfach gesmashed, so. Sorry, aber was soll ich tun? Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr so in der Küche gerade am Kochen seid und ihr fühlt euch auch wie der neue Gordon Ramsay? Und dann will man so ein Ei in der Pfanne flippen und umdrehen lassen mit einem leichten und geschmeidigen Schwinger aus der Hand und es klappt einfach nicht? Genau so hier macht man das dann. Oha, der hatte einfach persönliches Problem mit dem Ei. Aber kann ich verstehen. Sowas ist schon richtig unbefriedigend und bringt einem einfach zum Ausrasten. Ey, du kleines verf***tes Ei, Alter, du dummer Sohn, jetzt flipp dich doch endlich mal. Und wo wir gerade bei Ausrasten sind, an alle, die Autos fahren, also wahrscheinlich nur 2-3% und die anderen 97% fahren halt nur mit diesen Dingern hier. Naja, wie auch immer. Hattet ihr schon mal so eine richtige Auseinandersetzung mit einem wütenden Autofahrer mitten auf der Straße? Ich sehe davon so viele Videos, einfach, dass Leute ausrasten und sich wirklich auf der Straße schon gegenseitig bekriegen wegen irgendwelchen Dingen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und falls ihr mal mit einem wütenden Autofahrer zu tun haben solltet, der euch auf der Straße abfuckt, dann vertraut mir. Ich habe die Lösung für solche Probleme gefunden. Gönnt euch, wie die Jungs sowas handeln. Say sorry right now. I'm sorry. Say sorry right now. I'm sorry. Oh, sure. Holy shit. Was war das für ein Wurf? 10 von 10 Punkten. Das war der Untergang für die anderen. Das war der Todesstoß. Der hat einfach das komplette Essen in die Fresse bekommen und ins Auto. Imagine, jemand mit einer Mickey-Maus-Hose haut dir einfach so Fastfood-Essen voll in die Fresse, während du fährst. Also ich habe keine Ahnung, wer den Streit angefangen hat, aber ich weiß auf jeden Fall, wer ihn gewonnen hat. 1-0. Kampf vorbei durch K.O. GG. An alle loyalen Banner-Zuschauer, by the way, ich küsse den Arsch von allen, die abonniert haben. Wirklich, ich küsse doch. Naja, alle coolen und aktiven Zuschauer wissen, dass es hier ab und zu mal crazy Pranks zu sehen gibt. Jetzt kommt die finale Challenge, Alter. Finale Challenge jetzt, genau. Und zwar holen wir uns jetzt gegenseitig einen runter und der Erste, der kommt. Und glaubt mir mal, wenn ich euch sage, dass ich heute mal wieder einen übertrieben Gottlosen entdeckt habe. Und Real Talk, wer auch immer sowas bei seinen Homies macht, ist gottlos. Ach du Scheiße, Volltreffer. Das Video endet leider hier, aber ich kann mir schon denken, wie es danach weitergeht. Ich weiß, was ich dieses Silvester machen werde bei meinen Brés. Der Erste, der schlafen geht an Silvester, wird so ein Teil in den Arsch bekommen. Also jetzt mal Spaß beiseite. Das war perfekt gezielt und geschossen. Und auch mal Spaß beiseite.
Geht's dem gut? Oh Mann, zu lustig. Der Arme da ist einfach heute aufgestanden und dachte, es wird ein normaler, lustiger Abend mit den Jungs. Und dann sowas. Ehrenlos, wirklich. Und wo wir gerade schon bei ehrenlosen Pranks sind, es geht wirklich absolut dumm weiter. Ich bin auf diese Frau gestoßen und sie will der neue Prankstar in Amerika werden. Und was sie dafür bereit ist, alles zu tun, ist wirklich crazy. Also, sie macht einfach alles für Klicks. Hauptsache Fame. Scheiß auf alles andere. Hauptsache Fame und Klicks. I'm back with another video. Like, I'm just trying to stay consistent for y'all. Like, comment, and subscribe. Right? Now. And then, after you like, comment, and subscribe. I'm looking for the hug. Hey, 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 chill. Was geht jetzt ab? Wieso habe ich das Gefühl, dass Frauen aus den USA, egal in welcher Situation, sobald sie nicht mehr wissen, was sie sagen oder tun können, einfach random anfangen zu twerken? Chill doch, ich will den Prank sehen und nicht dein Gött. What the f***, wie random. Let's get this video to what? A million views? Or what? Ja, wie ihr sehen könnt, sie geht in einen Walmart mit einem eigenen TV. Also, der Fernseher gehört ihr. Und sie tut so, als wäre das einer, der dort ausgestellt ist. Und dann, ja, muss der Fernseher dran glauben. Help me first, then help him. Let me browse a little bit. Yeah, you go browse. Anyway, sir. Which TV is better right here? I don't know, I kind of like this one. You like this one? Yeah. What you think about this one? This one I don't have. What? I don't have. What you think about this one? Does it, is it smashable proof? Bitch. Oh my goodness. Der Mitarbeiter denkt sich auch nur so, what the fuck? Wieso ich? Wieso muss ich wieder mit so einer Sch zu tun haben? Gestern kackt der eine Cracky in die Regale und heute schon wieder so ein Müll. Bitte kündigt mich, ich halte die Sch nicht mehr aus. Look, if I don't have a bat either. I'm not look, bruh, if I hit... Hold on, what's up? I'm trying to tell you something. I'm chill, but you hit me. You approached me with that. Look. You got me? Alright, peace out. Bye. Mitarbeiter des Monats. Jemand zerstört einen Fernseher im Supermarkt und er wattelt einfach entspannt weg. Irgendwie tut er mir leid. Der Arme arbeitet das Safe auf Mindestlohn und dann kommen diese self-made Wannabe-YouTuber rein und machen solche Sch-Dinge mit dir. And let's leave. Okay, let me smash a little more. You ready? Yes, this right here is for everybody. They got me. So, you hear me? Yo, okay, okay. Was hat der Fernseher dir getan? Also bis jetzt irgendwie Müllvideo und der Prank hat gar nicht gefruchtet. Die hat bestimmt damit gerechnet, dass die Mitarbeiter so richtig ausrasten würden und sie dann coole Reaktion hat für ihr Video. Aber zum Glück gibt es da noch wirklich eine coole Reaktion von jemandem, der es mitbekommt. Was ist die No. I didn't bust the TV up. Locked up. Verdient. Die Karma-Schelle schlägt mal wieder dazu, wo sie zuschlagen soll. Das hat ja wirklich nochmal eine perfekte Wendung bekommen. Ich sag euch ehrlich, dass die Polizei sie verhaftet hat, war der beste Part am ganzen Video. No joke. I was making boba again and I broke my glass and I'm scared to pick it up. Oha, das Glas hat sich kurz gedacht. Yo, die Welt soll wissen, wer ich bin. Milch. Das Glas hat wirklich die Situation selber in die Hand genommen und einfach das zu Ende gebracht, was sie nicht geschafft hat. Aber wer macht die Scheiße jetzt eigentlich sauber? Only news source I'm listening to. Bro, what the f***? Das sind nicht die aktuellen Nachrichten. Das ist einfach nur Roblox. Verstehe, verstehe. So ist das also, ja? Okay, krass. Danke für diese gute Berichterstattung. Was würde ich nur machen ohne meine täglichen Newsartikel? Ich würde ja gar nichts mehr mitbekommen, was auf der Welt abgeht. Immer interessante und spannende Sachen, was sie da erzählen. Nice. Ich sehe nur dieses Video und frage mich, wieso man da nicht einfach einen Deckel draufpackt. Oh, und der hier in den Kommentaren denkt sich das Gleiche. Und oh, der Tipp wurde erhört. Oder willst du mich verarschen? Halt den Deckel doch fest! Und genau das hat sich auch wieder jemand in den Kommentaren gedacht. Und dieser Tipp wurde auch wieder erhört. Ja, Mann, jetzt muss es doch klappen.
Gut, alles klar. Scheiß doch auf alles. Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.